Ich bin Thomas Wimmer, ich bin Lehrender an der privaten pädagogischen Hochschule der Diözese Linz und meine charmante Kollegin. Anna Wekower, ich bin Lehrerin in Linz und darf den Thomas im Institut Medienbildung an der privaten pädagogischen Hochschule der Diözese in Linz unterstützen. Und wir sind beide Apple Professional Learning Specialists. Und von dieser Erfahrung möchten wir euch heute ganz viel mitgeben. Und zwar geht es um das Apple Teacher Learning Center. Und dort kann man den Apple Teacher erwerben. Was ist das genau, Thomas? Der Apple Teacher, das ist eine Auszeichnung, das ist eigentlich ein Lernprogramm, wo man in kleinen Häppchen die Grundlagen des iPads zu verschiedenen Apps erlernen kann. Und wenn man, es sind 6 Module, und wenn man diese 6 Module erfolgreich durchgearbeitet hat, dann darf man sich Apple Teacher nennen und man darf dann in seine Visitenkarte dieses Apple-Logo hineingeben. Oder bei der E-Mail-Signatur unten dazu. Genau. Alles geht. Und da gibt es eben so witzige Gimmicks, da kann man sich ein Memoji machen mit dem Apple Teacher. Das sind vielleicht ein bisschen so kleine Spielereien, aber wir finden das ganz nett. Und das Ziel von dem Ganzen ist natürlich, dass ich einen kreativen Unterricht mit Apple-Geräten und mit Apple-eigenen Apps schaffen kann. Und uns geht es persönlich eigentlich oft um die Inspiration, dass man Beispiele auch zeigt, wie man das im Unterricht einsetzen kann. Wir werden heute ein paar Sachen zeigen. Genau, das hätten wir vor. Das Ganze. Genau, natürlich eine offizielle Zertifizierung und es gibt drei verschiedene Sachen, wo ihr diese Zertifizierung sammeln könnt, nämlich sind das Badges, Auszeichnungen für das iPad, für den Mac oder für die, die dann schon nur einen Schritt weitergehen möchten beim Coding in Swift Playgrounds. So würde das Ganze aussehen. Oh, das ist aber jetzt dein Apple Teacher schon. Das ist mein Apple Teacher, ja. Also ihr Das, seht, der Thomas hat schon ganz viele Sterne gesammelt, ganz viele Auszeichnungen. In der linken Spalte eben fürs iPad, rechts für den Mac und unten die blau-lila Sterne, hätte ich jetzt gesagt, die sind eben fürs Coden. Nicht jetzt schrecken, die Badges. Der Thomas hat das schon vor längerer Zeit ja. gemacht. Es wurde jetzt ein bisschen aktualisiert. Das heißt, nicht alle Sterne sind mehr verfügbar, aber genauso schön wird es dann bei euch aussehen. Genau. Und wenn man beginnt, dann wird das fürs Programmieren, dieses Programm ist noch nicht ersichtlich. Wir zeigen das dann eh live, wie das auf der Seite ausschaut, aber dass wir mal den Überblick so hinbekommen. Genau. Und wenn man das geschafft hat, Dann zum fliegen jetzt, Tradition. wie jetzt, die Konfettikanonen. Ihr Genau. seht es ja schon da. Ja. So, dieses Programm ist kostenlos. Das ist, das wird eben von Apple auch immer am aktuellen Stand gehalten. Und was vielleicht auch interessant ist, weil immer die Frage auftaucht, ob ich das nur am iPad machen kann. Nein, es ist tatsächlich plattformunabhängig. Das heißt, ihr könnt es auch auf einem x-beliebigen Rechner machen und euch auch gerne mal in das Apple Teacher Learning Center einloggen. Das Einzige, was ihr eben dazu braucht, ist die Apple-ID. Und wer von euch schon ein Apple-Gerät hat, der kann natürlich genau mit diesem gleichen Account dort einsteigen und einfach mal reinschnuppern. Und man findet dort auf dieser Seite auch sehr viele Beispiele und da wurden Beispiele aus der ganzen Welt gesammelt, von innovativen Schulen, die dann zeigen, wie sie zum Beispiel arbeiten und wie man das im Unterricht einsetzen kann. Wir schauen das selber ganz gern nach, weil es immer Genau. sehr aktuell ist, das Ganze. Und das Allerwichtigste ist eben die Inspiration, weil man sich viele Ideen holen kann. Und wir haben selber so ein Fortbildungskonzept entwickelt, wo wir auch immer mehr darauf kommen, dass es um diese Inspirationen geht, dass das Technische gar nicht so sehr das Problem ist, aber dass die Leute und die Lehrenden Ideen brauchen. Und da Ja. versuchen wir heute so Und es das. wird eben, wie gesagt, immer am neuesten Stand gehalten und wir schauen regelmäßig nach, muss man auch dazu sagen. Genau. So sieht das Ganze aus, das Apple Teacher Learning Center. Und wie gesagt, es ist auf jedem Endgerät möglich, dort einzusteigen. Und genau, ich würde sagen,
Wir schauen nochmal genau, was der Vorteil von dem Apple Teacher Learning Center ist. Mir ist es recht wichtig, dass man eine freie Zeiteinteilung hat, dass es eben nicht, ich meine, am Vormittag stehen wir eh alle in der Klasse, aber dass ich sagen muss, genau in dieser Zeit muss ich mich jetzt fortbilden, muss ich den Batch erledigen, sondern ihr könnt euch das wirklich gemütlich einteilen, zu Hause auf der Couch oder mal am Wochenende, wie auch immer. Alles ist möglich und es wird nicht gelöscht und es verjährt auch nicht. Das heißt, ihr könnt heuer anfangen und das nächste Jahr beenden, aber ich glaube, ihr werdet ziemlich schnell fertig. Und man sieht auch immer den Verlauf. Also wenn ich ein paar Übungen gemacht habe, dann wird das mitprotokolliert und ich bin immer am neuesten Stand, dass ich weiß, okay, diese Batches habe ich gemacht und da tue ich jetzt weiter. Diese Ideenbörse ist eben sehr spannend, weil man viele Ideen da drinnen findet. Und für uns ist eben, wie gesagt, auch wichtig, dass man immer wieder nachschlagen kann oder dass man auffrischen kann. Und ich zeige das meinen Studierenden auch ganz gern, dieses Center. Und da gibt es ein paar ziemliche Freaks dabei. Und die bestätigen das aber auch immer wieder, wenn sie da hineinschauen, dass sie immer wieder neue Sachen entdecken, was sie vorher noch nicht gewusst haben. Und so soll es eigentlich sein, dass das keine statische Seite ist, sondern dass man hier wirklich mit den neuesten aktuellen Adaptierungen versorgt wird. Aber schauen wir mal zu den Badges. Es gibt eben, wie der Thomas zu Beginn gesagt hat, 6 verschiedene Auszeichnungen. Und zwar sind das einmal am iPad die Grundlagen und alle Badges, die ihr jetzt, hier jetzt seht, sind eben vom iPad. Das erste sind, wie gesagt, die Grundkenntnisse, wo man einfach so ein bisschen technische Handgriffe kennenlernt. Pages ist ein Badge für ein Schreibprogramm. Dann Keynote ist ein Präsentationstool. Numbers, ein Tabellenkalkulationstool. Ruby ist, glaube ich, so unser Steckenpferd, so wie Keynote. Also ich bin eher so der Keynote-Fan. Also viele wissen gar nicht, was man mit Keynote alles machen kann. Ja. Also das ist wirklich ganz ein interessantes Programm. Ich habe das früher immer viel zu sehr vernachlässigt. Mit iMovie kann ich natürlich. Aber bei iMovie, da streiten wir uns immer, weil da gibt es 2 verschiedene Funktionen, die wir euch dann später noch zeigen, den Trailer und tatsächlich einen eigenen Film erstellen. Und wir sind uns immer ein bisschen uneinig, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lieber haben. Ja, wir glauben im Endeffekt ist es ganz was anderes. Ja. Das sagen wir euch dann später. Sagen wir noch. Und natürlich GarageBand oder Garage. Das ist ein Musikprogramm und ich mache jetzt diese Anführungsstriche, weil man das eben nicht nur für den Musikunterricht nutzen kann, sondern eben auch für Podcast-Aufnahmen, Interviews, Hörspiele etc. Und auch dort stellen wir euch dann ein konkretes Beispiel vor und hoffen, ihr könnt euch viel Inspiration mitnehmen. Also wir haben am Anfang immer etwas, haben uns da auf Musik konzentriert mit Garage. Das ist so wahrscheinlich von den Apple-Programmen das Programm, was am wenigsten eingesetzt wird. Und mittlerweile fahren wir aber ziemlich ab auf diese Möglichkeiten, was die Anna gerade gesagt hat, dass ich das in jedem Fach ohne Musik auch einsetzen kann. Nur, also es ist so ein Tonstudio in der Hosentasche, wie ich immer so sage. Genau. Und das macht schon sehr spannend, was wir da machen. Genau, und diese gleichen Badges gibt es auch für den Mac. Beziehungsweise, wenn ihr in den Coding-Bereich reinschnuppern möchtet, dann gibt es eben Swift Playgrounds, wo so ein kleines Monster der Byte herumreißt und verschiedene Aufgaben löst. Genau. Und die Programmiersprache ein bisschen kennenlernt. Sind wir zwar jetzt nicht so die Profis. Sicher. Genau, wir haben gesagt, Inspiration ist uns wichtig und wir wollen euch wirklich konkrete Beispiele zeigen, damit ihr seht, okay, was kann ich jetzt mit den Grundkenntnissen am iPad machen? Und die nächsten Beispiele, beziehungsweise das erste, ist nur mit der Fotos-App, also mit der Kamera, dann die Fotos-App und mit dem Markierwerkzeug könnt ihr dann schon verschiedene Bereiche auf dem Foto markieren. In diesem Fall die Geschmacksrichtungen und der Thomas hat das schon voll brav vorbereitet mit einer Bildschirmaufnahme. Vielleicht vorher noch eine kurze Information. Wir versuchen wirklich, dass wir keine komplizierten Sachen zeigen, weil dann würden es die Lehrer nicht so anwenden. Wir versuchen, dass man mit den ganz einfachen Möglichkeiten, dass man das lernt in den Schulungen auch. Und auch bei diesem Apple Teacher Learning Programm lernt man diese Sachen und dann ist es eigentlich sehr intuitiv. Und voll wichtig ist, dass man dabei Spaß hat.
Genau. Ja. Und wir hoffen jetzt, dass der Ton so einigermaßen übertragen wird. Ich starte das jetzt mal. Das ist eine Bildschirmaufnahme und wir müssen nur mal leise sein. Möchte man auf einem Bild etwas zeichnen oder markieren, tippt man rechts oben auf Bearbeiten. Dann bitte die drei Punkte an, wählen und auf Markieren tippen. Jetzt kann ich mit dem Apple Pencil auf die Stiftepalette zugreifen. Ich wähle mir einen Stift und kann hier auch die Farbe verändern. Wir wechseln die jetzt von Blau auf Gelb und ich möchte auch noch die Stiftdicke verändern. Und nun beginnt man zu zeichnen. Also wir malen hier einen gelben Fleck. Dieser heißt Umami. Das möchten wir auch noch beschriften. Und wie das funktioniert, genau wie vorher, ich wähle einen Stift, kann hier wieder die Farbe verändern. Wir wählen hier jetzt eine weiße Farbe, damit sich das gut abhebt und wähle jetzt noch eine gewisse Stiftdicke und beginne zu schreiben. So, jetzt sind wir dann gleich fertig. So einfach funktioniert das nämlich. Tippt nur noch auf Fertig und auf dieses Häkchen und es ist Gespräch. Cool. Also wie gesagt, nur ein Foto ist das. Und dann wird einfach mit dem Markierwerkzeug drauf losgemalt. Ein weiteres Beispiel hätten wir auch für euch. Ist ein bisschen ein Zufall, dass das beides in die Richtung Biologie geht. Genau. Aber aber es hat sich gerade angeboten. Genau. Und wir glauben auch, dass man so einfach seine eigenen Arbeitsblätter machen kann. Ich mache ein Foto. Es hat eine ganz andere Bedeutung, wenn das Kind sich selber fotografiert und zum Beispiel diese Geschmackszonen einzeichnet oder irgendwelche anderen Gegenstände fotografiert und das übermalt. Einerseits spare ich mir die Arbeitsblätter, die ich austeilen muss, und das ist wirklich ganz eine einfache Möglichkeit. Und es ist was anderes, glaube genau. ich, wenn das die eigene Zunge ist oder die Zunge zum Beispiel von einem Freund oder von einer Freundin, kriegt ein bisschen einen anderen Lerncharakter. Ja, man identifiziert sich ein bisschen anders. Das findet man auch ein nettes Beispiel. Das sind jetzt alles Beispiele, was Teilnehmerinnen von unserer Schulungen machen. Und wir sammeln das, weil wir selber recht begeistert sind, was wir da geschickt bekommen. Und gerade das geht so in den kreativen Bereich, dass er kleine Bildgeschichte mit nur Blättern machen könnte. Oder das ist mega genial. Genau. Das ist eigentlich von der Getty Museum Challenge entstanden, die, glaube ich, letztes Jahr im Frühling ja. bekannt geworden ist, wo man einfach bekannte Gemälde selber nachstellt. Und das ist schon top. Und das macht den Kindern auch sehr Spaß, diese andere Herangehensweise, wie ich jetzt Kunst vermitteln kann. Das nächste Beispiel finden wir auch recht spannend. Das hat unsere Teilnehmerin abgegeben, die Geschichtelehrerin ist, und die hat da einen kurzen Film gemacht und hat diese Szenen mit Playmobil-Männchen nachgestellt oder mit den Kindern. Und das ist dann beschriftet worden mit dieser Markierungsfunktion. Und diese Bilder sind hintereinander gelegt worden und als Diashow exportiert. Und das geht eigentlich dann automatisch und also auch hier wirklich nur die Grundfunktionen genutzt. Und schaut euch mal an, wie das Ergebnis warm ist. Das Tempo könnte man hier etwas langsamer noch machen, aber ich glaube, man sieht ganz gut, wie mit welchen einfachen Mitteln, dass man das machen kann. Und was man da nicht unterschätzen darf, ich kenne das von vielen Kindern, wenn die ihr Spielzeug mitnehmen und das mit dem eigenen Spielzeug dann nachstellen, dann hat das ganz eine andere Bedeutung für die Kinder. Und das unterschätzt man, glaube ich, manchmal. Oder ich habe da schon einiges dazugelernt, dass die Kinder dann mit einer anderen Begeisterung dabei sind. So, jetzt ist dein. iMovie. Ja, wie gesagt, der Thomas und ich, wir bestreiten uns immer fast, was bei iMovie besser ist. Dieses Beispiel ist jetzt von der Trailer-Funktion und ich liebe den Trailer eben, weil es verschiedene Voreinstellungen gibt und man selber dann diesen Trailer nur mehr mit Fotos oder Videos befüllen kann. Und es gibt eben diese Übersicht, die ihr hier seht, das ist quasi
Man könnte das auch ausdrucken oder kurz mal vorher brainstormen und überlegen, welche Rollen gibt es, welche Personen kommen in einem Film vor, der Regisseur, Schnitt, Drehbuch, was auch immer. Ihr könnt den Schulnamen reinschreiben, ihr könnt festlegen, wie viele Personen nehmen an dem Film teil. Und wenn man das einmal hat, diese Grundlagen, dann geht es in das Storyboard. Und ihr seht hier vielleicht quasi diese Platzhalter, wo steht Gruppe und Halbtotale. Wenn man das ein bisschen beherzigt, dann wird der Schnitt wirklich perfekt und ihr seid fast Hollywood-reif unterwegs, weil Schnitt und Musik passen perfekt zueinander. Und ihr könnt jede Musik von den Apple-Geräten lizenzfrei nutzen. Das bedeutet, ihr könnt eure Ergebnisse dann auch auf YouTube stellen oder eben in den sozialen Netzwerken teilen. Das ist vielleicht ein interessanter Fact. Und dort, wo jetzt gerade der Cursor ist, der rote, dort kann man eben seinen Text befüllen. Oder eben auch, wenn wir nur einen Schritt weitergehen, wenn ich jetzt tatsächlich so ein Bild ausfülle, kann ich noch überlegen, sind diese Kanbans aktiviert? Das ist dann quasi wie so ein Kameraschwenk, wo sich auch ein bisschen was bewegt. Und bei jedem Foto, also die Dauer ist leider vorgegeben, das ist, glaube ich, ein bisschen Manko. Andererseits wieder der Vorteil, dass perfekt mit der Musik zusammenpasst. Aber bei einem Video, wenn das ein bisschen länger ist und ich brauche zum Beispiel nur 0,5 Sekunden, dann kann ich mir den Ausschnitt individuell selber festlegen und es schwappt dann rüber in euer Storyboard und ist schon dabei. Und natürlich haben wir hier nicht nur die Theorie, sondern eine Teilnehmerin hat einen Trailer geschickt von einem Werbevideo, von einem Erste-Hilfe-Kurs und wir werden den gleich starten und ein bisschen vorspulen, Ja. eigentlich auch, damit ihr seht, wie das dann aussieht. Vielleicht noch eine Zusatzinfo. Diese Software oder iMovie ist so gestaltet, dass man alleine, wenn man sich da jetzt eine Viertelstunde dazu setzt, dass man mal ein bisschen probiert und dass man da schon sehr vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und das ist eben der Unterschied, ob ich früher eine Software gebraucht habe, wo ich mich einen halben Tag damit beschäftigen habe müssen und dann habe ich nicht dieses Produkt bekommen. Und das bekommen wir oft von Teilnehmerinnen auch mit, dass das sehr intuitiv ist und dass man praktisch eingeladen wird, dass man zum Experimentieren beginnt. Und das ist Man wirklich kann ein nicht mehr Riesen. aufhören. Genau. Ja, Ja. gerne. Okay, Gerne das Daumen hoch Erforschen. oder die Konfettikanonen hier schießen. Genau. Sagen wir nochmal. Also ihr seht, da ist ganz viel Action drin und da tut sie was, da bewegt sie was. Was vielleicht dann immer so der Unterschied ist, wir sagen immer so Trailer oder selber einen Film erstellen und im Endeffekt lieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die App Clips. Das ist auch ein Videoschnittprogramm, wo man mit Plakaten arbeiten kann, die sich ein bisschen bewegen, die animiert sind, wo man Sticker einfügt, die drehen sie dann, die leuchten, die blinken. Und das ist eben so ein Beispiel von der App Clips. Und diese App wird auch ganz konkret im Apple Teacher Learning Center vorgestellt. Und da gibt es zum Beispiel keine eigene Badge oder kein eigenes Badge. Genau, weil es sind Beschreibungen drinnen und das ist auch so eine Software, da haben wir mal gewettet, weil Ja. ich eher der iMovie-Fan bin und vorher schon oft Videos geschnitten habe mit Standard-Videoschnittsoftware. Und witzigerweise, wir haben sehr viele absolute Anfänger bei den Schulungen und die verwenden, die jetzt noch nie mit Videoschnittprogrammen gearbeitet haben, die greifen lieber zu Clips hin. Es ist ein bisschen eine andere Handhabe, aber anscheinend dürfte das intuitiver sein und dort die anderen natürlich gewonnen. Und weil ich habe mir geglaubt, okay, viel einfacher als eigentlich geht es nicht. Und das Beispiel ist von einer Kollegin aus Deutschland, die Gymnasiallehrerin ist. Und das haben wir auch sehr spannend gefunden, muss Viel ich sagen. Spaß.
sieht man vielleicht auch, die hat schon so eine Keynote-Animation eingefügt, direkt in den Clips-Film, das ist ein Keynote gemacht worden. Und da sind wir jetzt beim nächsten Programm, bei Keynote. Das ist eben unser Zauberprogramm, ist unser kann man Zauberprogramm. So sagen. Ja. Das beste Programm. Genau. Beste App. Und da haben wir jetzt drei Beispiele vorbereitet. Ein Beispiel ist für die Grundschule oder für die Volksschule, wie es in Österreich heißt. Und da hat eine Kollegin hat immer das Problem gehabt, dass sie die Kinder das nicht richtig vorstellen haben können, diese Höhenschichtlinien. Und die hat das recht gut gemacht, die Kombination zwischen analoger Welt und digitaler Welt. Und das möchten wir euch kurz zeigen. Da ist jetzt kein Ton dabei, aber man sieht da ganz gut, mit Styroporplatten hat das aufgebaut. Und in Keynote kann ich auch zeichnen, ich brauche nicht unbedingt einen Stift, ich kann das auch mit dem Finger machen. Oder, Stift oder mit so einem Pflicht, Kugelschreiber, wo hinten so ein Gumminoppen oben ist. Genau. Und das kann man animieren, da gibt es eine Funktion, die heißt Linie zeichnen. Genau, und dann schaut das so aus. Und ich klicke da jetzt noch etwas noch vor und man sieht es dann auch in der Sicht von der Seite. Und da können die Kinder das ein bisschen besser vorstellen. Das zweite Beispiel. Auch eine mega geniale Idee, nämlich den Stoffkreislauf in der Natur zu animieren. Und wie gesagt, hier die ganzen Formen, die ihr seht, die ganzen Bilder, die gibt es in der App Keynote. Einfach anders einfärben, mit den Animationen ein bisschen spielen, den Ablauf festlegen, wie kommt was ins Bild. Ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Und das können auch Kinder selber machen oder Schüler. Und da sind wir dann schon mitten im informatischen Denken, weil das ist jetzt nicht mehr so einfach. Ich muss so ein Bild einmal nachbauen mit den Formen und dann muss ich mir überlegen, wo beginne ich zu animieren. Und das ist eigentlich der Grundstein, wie Programmieren funktioniert. Ich habe selber eine HTL gemacht und wir haben immer diese Flussdiagramme, die Ablaufdiagramme. Das ist der erste Schritt und das kann ich mit so einer Animation super machen. Ein tolles Beispiel ist auch dieses jetzt von der Bühne Rübenstrunk. Mhm. Und die hat mit Mimojis gearbeitet. Da muss man aber sagen, das funktioniert nur mit den neuesten Geräten, ja, weil diese Geräte müssen die Mimik erkennen. Und dann kann ich einen Avatar drüberlegen und ersetzt diese Bewegung, meine Mimik sofort auf den Avatar um. Und da kann ich natürlich tolle Animationsfilme machen und da lassen wir. Der Vorteil ist natürlich auch bei den Mimojis, dass man mit den Datenschutzrichtlinien ein bisschen fein raus, genau, ist und dass man das eben dann auch ins Internet stellen kann. Und also ohne dass man jetzt irgendwie, sage ich mal, unter Anführungsstrichen Bedenken hat. Genau, schauen wir rein. Film? Hallo, schon einmal was vom Klonbrief gehört? Beim Aufstellen von Reaktionsgleichungen erinnert euch dieses Wort daran, welche Elemente? Ganz einfach durch das Wort Klonbrief, denn dort stehen alle Elemente drin, die zweiatomig vorkommen. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, ja, wie man sowas machen kann. Und jetzt haben wir noch den vierten Punkt mit Garage. Ja. Und da drehen wir jetzt ein bisschen den Ton herunter, das ist für den Englischunterricht und das, ja, ist im, genau, Garage aufgenommen worden und da spricht ein Außerirdischer und das tut ein bisschen weh. Ist ein bisschen schrill, und aber ihr seht vielleicht, man kann das jetzt nicht nur für Lieder komponieren nutzen, sondern eben für Interviews, Hörspiele, Podcasts, Klanggeschichten, ein Rätsel machen mit geheimnisvollen Geräuschen, Arbeitsanweisungen aufnehmen und ja, schauen wir rein. Gut. Da hat man jetzt auch wieder gesehen, die Stift-Nachzeichen-Funktion. Genau. Und so würde das dann zum Beispiel ausschauen. So kann ich das aufnehmen. Genau, mit verschiedenen Spuren. Genau. Da hat man auch kurz rein. Ja. Genau.
Also da ist es um ein Hörspiel gegangen, was die Studierenden machen haben müssen. Und das ist das Produkt, was herausgekommen ist. Und einen kurzen. Los, Alex, wirf mir den Ball zu. Ich stehe hier drüben. Schnell! Achtung, Oskar, ich schieße jetzt gleich. 1, 2, 3, Schuss! Kann man sich das vorstellen? Dass wir auch live das noch ein bisschen zeichnen kann. Genau, also genau. Bei dem beim Apple Teacher Learning Center, wenn ihr die Badges fürs iPad erwerben wollt, dann sind das eben circa 60 Mini-Lektionen, also 10 Häppchen pro Badge. Und wir zeigen euch dann gleich mal, wie lang so eine Mini-Lektion oder wie kurz im Endeffekt diese ist. Ihr könnt eure Fähigkeiten am iPad aufbauen und die Kenntnisse vertiefen. Wie gesagt, es tut sich immer wieder was. Es sind Erneuerungen drinnen, wo man nachschauen kann. Und ihr könnt natürlich auch euren eigenen Lernfortschritt dokumentieren und ein bisschen verfolgen. Und wir möchten euch das jetzt vorstellen. Wer die Möglichkeit hat, gerne den QR-Code mit seinem Handy oder mit was auch immer einscannen, dann landet ihr direkt auf der Apple Teacher Learning Center Seite. Und wir gehen dort jetzt mit euch hin. Wir haben vor der Session schon eine Apple-ID angelegt und wir melden uns da. Ja, vielleicht noch kurz vorher, wenn man in Google eingibt, Apple Teacher Learning Center, findet man das und wir werden auch diese Links zum Schluss dann noch im Chat kopieren. Dann habt ihr diese Links zur Verfügung und man tippt hier auf Anmelden. Wir haben das jetzt vorbereitet. Ihr bekommt auch ein Skriptum, ein PDF, wo geschrieben ist, wie man sich eine Apple ID anlegt, wenn man das nicht hat. Und jetzt müssen wir uns da noch ein. Es ist voll das lustige Passwort heute. Ich glaube, ich habe die Lieblingspizza von unserem Chef. Ja. Du bekommst jetzt, da gibt es eine Zwei-Phasen-Authentifizierung. Also da braucht man das Handy oder das Smartphone dazu. Die Anna hat jetzt einen Code bekommen und sagt mir den an. 617. 6. 817. 844. So, wir müssen dem Browser vertrauen. Mhm. Und jetzt sind wir. Gibt es ein paar so Quizfragen, die man das erste Mal machen muss? Quasi die Sprache einstellen, wo die Schule ist. Das ist wirklich nur am Anfang. Und wie gesagt, ihr könnt eure eigene Apple-ID, die ihr vielleicht schon habt, hier nutzen und euch mit dieser anmelden. Ihr braucht da keine zweite oder eine neue anlegen. Gut machst du das. Ja, super. Man muss den Nutzungsbestimmungen natürlich zustimmen. Kann sie entscheiden, ob man unter Anführungsstrichen Werbung haben möchte. Genau. Da kommen coole Sachen zur Geschichte. Ja. Und nicht so oft, wie man glaubt. So, und dann muss man rechts oben noch auf Fertig tippen und dann bin ich im Apple Teacher Learning Center und wir schauen. Vielleicht gleich mal in das Profil rein. Ja, machen. Denn dort seht ihr eben die verschiedenen Badges und bei uns ist im Moment noch alles ausgegraut, weil wir haben noch keinen einzigen Badge geschafft, aber vielleicht. Eins machen wir heute vielleicht. Wenn genügend gemeinsam. Daumen hochkommen, dann machen wir mit euch den ersten Badge, dann könnt ihr ein bisschen schummeln. Mhm. Ihr seht auch hier links bei Bericht und Zertifikate eben euren Lernfortschritt. Vielleicht ist, okay, die Daumen kommen hoch. Okay, wir super. Wir machen einen Badge, ausnahmsweise. da könnt ihr das vielleicht eurer Direktorin oder eurem Direktor geben. Und wie gesagt, ihr bekommt dann auch die Signatur und die könnt ihr bei euch im E-Mail hinzufügen. Oder in Amerika, wie gesehen, haben das voll viele Lehrer und Lehrerinnen vor ihrer Klassentür. Also die haben ja meistens immer nur ein Klassenzimmer. Die haben das dann so eingerahmt. Das findet man im Profil und auf der Startseite. Da gibt es jetzt eben verschiedene Angebote. Was wir euch heute vorstellen, das sind die Fähigkeiten für das iPad erwerben und die Badges für iPad sammeln. Also wir machen das nicht für den Mac, sondern für das iPad. Da tippe ich jetzt einmal drauf und da sieht man schon genau die gleiche Ansicht, wie wir das zuerst gesehen haben in der Präsentation. Und ich würde sagen, schauen wir in die Grundkenntnisse rein. Genau. Yes. Da mal rein. Und da seht ihr oben dann gleich eine Leiste, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da ist sie. Hier sind eben diese Mini-Lektionen. Also wenn der Thomas, kannst du rüber scrollen? Ja. Ihr seht, das sind die plus minus 10 Lektionen. Und wir starten mal bei der ersten mit dem Homescreen. Und auch hier seht ihr schon ein iPad, wo man eben
weiterklicken kann, beziehungsweise unten sieht man auch, wie viele einzelne Punkte es gibt. Also das wären diese Lektionen und ich klicke mir da jetzt damit durch. Es ist nicht so viel Text zu lesen und es sind auch teilweise, und es sind auch teilweise kleine Filme drinnen und dann kann ich nachsehen, wie diese Grundlagen funktionieren, wie ich hier zum Beispiel etwas verschieben kann. Mhm. Also das ist ganz kurz und bündig zusammengefasst und das finden wir schon recht spannend. Und wenn wer noch nie mit einem iPad gearbeitet hat, dann ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, dass ihr einen Einblick bekommt. Und das war die erste Mini-Lektion. Genau. Also ihr seht, es sind wirklich kleine Häppchen, kleine Portionen und man kann sie da ganz gemütlich durchklicken. Mhm. Und wenn man das eben bei jeder Mini-Lektion macht, ganz am Ende steht da, holen Sie sich die Badge. Und wir probieren das heute aus. Oh mein Gott. Und das letzte Mal waren ganz andere Fragen. Ja, es ist, manchmal ist es gemixt. Aber wie gesagt, keine Sorge, es gibt immer 5 Fragen pro Badge. Und wenn man das jetzt einmal nicht schaffen sollte, man kann das ungefähr 3 Millionen Mal wiederholen. Mhm. Es passiert nichts, es scheint nachher nirgends auf. Das Einzige, was kommt, ist, Sie haben das Badge erreicht. Genau. Und das probieren wir jetzt aus. Holen Sie sich die Badge. Ich klicke da jetzt einmal drauf. Hast du schwitzige Hände? Schauen wir mal. Frage 1 von 5. Sie haben ein Foto gemacht, das etwas zu dunkel geworden ist. Welche der folgenden Aktionen kann dabei helfen, Farbe und Belichtung manuell in einem Schritt zu verbessern? Auf einen anderen Teil des Displays tippen, auf die Auslösetaste tippen, auf dem Display neben dem Fokusbereich nach oben oder unten streichen, auf die Miniatur tippen. Das finde ich glaube, das wissen die meisten schon. Wenn man so reintippt den Autofokus und dann kann man bei der Sonne ein bisschen hoch und runter wischen. Ja. Trommelwirbel. Ja, wir sind sicher. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr schreibt es mit. Yes! Super. Kurzer Applaus. Okay. Nächste Frage. Mitschreiben, ja. Nee, die Sessions werden natürlich aufgezeichnet. Okay, Sie möchten schnell vom Homescreen auf den Blog Ihrer Klasse zugreifen. Wie fügen Sie Ihren Homescreen ein Symbol für häufig besuchte Websites hinzu? Mega praktisch. Mhm, genau. Das erste, schauen wir mal auf der Website, auf die Taste 10. Mhm. Also einmal Safari öffnen. Safari ist der Webbrowser von Apple. Das kann man rechts verschieben. Dann auf die Teilen-Taste tippen. Das ist das Viereck mit dem Pfeil nach oben. Mhm. Ja. Dann zum Home-Bildschirm tippen. Da wird das dann hinzugefügt und dann kann man auch noch den Namen ändern. Genau. Das heißt, wenn ihr wirklich Webseiten habt, die ihr häufig besucht, dann würdet ihr das sofort machen, weil die sind dann bei euch auf dem Homescreen oben. Genau. Gut, Trommelwirbel am Anfang und wir sagen. Hey, kurzer Applaus. Was? Frage 3. Okay. Oh mein Gott. Du liest vor. Ihre Schüler arbeiten an der Entwicklung ihrer frühen Lese- und Schreibfähigkeiten. Mit welchem Feature auf dem iPad können die Schüler sich gewählte Texte laut vorlesen lassen? Ja, das ist die Auswahl sprechen. Mhm. Das ist recht praktisch. Das kann man auch im Auto machen. Kurzer Applaus. Ja, das war jetzt nicht schwierig. Okay. Sie notieren ein paar schnelle Ideen in einer Teambesprechung. Welche der folgenden Apps erlaubt es Ihnen, handschriftliche Notizen zu machen, Ideen zu skizzieren und ein gedrucktes Dokument zu scannen? Wir haben morgen eine Schulung, da machen wir das Ganze. Da machen wir genau die Notizen-App. Also, das ist genau da wahrscheinlich. Ja. Also die Notizen-App, Antwort 10. Und jetzt haben wir noch eine Frage vor uns. Hey, haben wir kurz einen Applaus gemacht. Das machen wir jetzt falsch. Okay. Ein Kollege gibt Unterricht zu den Teilen einer Blume und will der Schüler sie auf einem Foto benennen. Was können Sie verwenden, um ein Foto zu kommentieren? Also Zeichnungen, Unterschrift, Lupe, Text, Formen, eigentlich alles. Sollen wir das so machen? Was passiert, wenn man es nicht macht? Die Unterschrift. Aber Unterschrift geht auch. Okay. Trommelwirbel. Nein, da gibt es kein Trommelwirbel. Aber stopp. Es steht da nicht ganz richtig. Ihr könnt natürlich, wenn ihr da drauf tippt, bei den Fotos, dann kommt ihr dorthin, wo ihr nachlesen könnt. Das heißt, ihr könnt euch dann nochmal genauer informieren. Mhm. Aber wir tun nochmal fertigstellen. Wir haben 4 von 5 Fragen richtig. Und das reicht. Das reicht. Ja, super. Schauen wir mal. Yay! Genau. Erster Badge. So
macht man die verschiedenen Batches und natürlich sollte man das am Anfang ein bisschen durcharbeiten, weil eben wirklich viele praktische Tipps da drinnen sind. Ja, okay. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, wir sind gut in der Zeit. Wir sind sehr gut in der Zeit. Mhm. Vielleicht einfach wirklich anmelden, ausprobieren und wir geben euch jetzt auch noch, wir switchen nur mal in unsere Keynote rein, ein paar interessante Seiten, vielleicht für unsere österreichischen Kolleginnen und Kollegen interessant, die iPad Innovation Series, quasi die Online-Fortbildungsreihe von Thomas und mir, wo wir eben schauen, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, dass sie den Apple Teacher bekommen. Und zu jedem von diesem Batch gibt es von uns einen Online-Input und die mittleren der drei Teile sind eben auch eine freie Zeiteinteilung. Und das Interessanteste ist definitiv der Show-and-Tell-Teil, wo wir uns nochmal online treffen und wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freiwillig präsentieren. Und da kann man sich ganz viele Ideen mitnehmen. Genau, und da werden, da sind wir nicht mehr die Experten, sondern da sind die Teilnehmerinnen die Experten. Und das war selber für uns ein bisschen ein Experiment. Und das ist aber mittlerweile der wichtigste Teil, dieser Austausch zwischen den Lehrenden und zwischen den Schulen. Dass die wollen ja wissen, was mache ich wirklich in der Schule damit. Und auch, was ganz wichtig ist, ist diese freie Zeiteinteilung. Ich muss einmal ein, zweimal drüber schlafen, wenn ich was Neues gelernt habe und dann kommen die Ideen von allein. Genau. Und so bekommen das bei uns die Teilnehmer. Da gibt es eine kleine Aufgabe, da können Sie sich ein Video anschauen, dann verlinken wir auf das Epic Teacher Learning Center und es gibt immer eine kleine lustige Aufgabe zu den erledigen. Link dazu habe ich gerade in den Chat gestellt, ja. Also gerne anmelden. Und wir möchten etwas Werbung machen. Eine Fortführung des Apple Teacher Learning Centers findet jeden Freitag statt. Also jetzt ist glaube ich am 5. Ja, genau, ist das, 18 das Uhr. Steffi und Berti rocken den Freitagabend. Und die stellen dann eben das Apple Teacher Learning Center nochmal genauer vor, eben die App Clips, schauen ein bisschen rein in Augmented Reality, also nur ein bisschen vertiefender. Genau. Dann gibt es den YouTube-Kanal, also da werden alle Sessions, die jetzt stattfinden bei dem Festival of Learning, werden aufgezeichnet und ich habe jetzt gesehen, gestern hat es die ganze Zeit geblinkt. Auf meinem YouTube-Kanal, weil gestern am Abend, glaube ich, einige Videos online gegangen sind und da kann man das dann alles nachschauen und die Anna kopiert das oder hat sie eh schon reinkopiert. Natürlich, perfekt, so schnell. Ja, genau. Das ist dein. Das ist oder? Jeder kann kreativ sein. Jeder kann kreativ sein. Ja, ich sage immer so, ich kann nicht zeichnen oder irgendwas, aber so schaffe ich das auch. Einfach in die Bücher reinschnuppern und schauen. Link ist auch wieder im Chat. Genau. Das Programmieren unterrichten, da gibt es, wie gesagt, ein eigenes Programm dazu. Und da gibt es auch diese Apps und Swift Playgrounds, da kann man sich so Bücher herunterladen. Das hat auch die Anna wahrscheinlich schon wieder reinkopiert. Natürlich schon da, ja. Kann man sich vertiefen. Ich starte immer Programmieren mit dem Macarena. Ja, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt, ja. Aber ich hast du noch nicht gesehen, gell? Nein, ich habe es noch nicht gesehen, das müssen wir mal testen. Das machen wir mal. Genau. Und das darf ich jetzt ansagen, Egofunk Podcast, da gibt es zwei, den Sebastian Funk und die Anna Wehkobe, die zufälligerweise neben mir sitzt, die machen das. Und mittlerweile habe ich jetzt mitbekommen, dass sie bei den Bildungspodcasts auf Platz 3 in Deutschland sind und das hat jetzt wirklich einen Applaus verdient. Und da gibt es auch einen kleinen Trommelwirbel. Ist ein ganz toller Podcast und es ist unvorstellbar, wie viele Folgen, dass die zwei da schon herausgeschossen haben. Wie lange gibt es euch jetzt? Ein bisschen uns über ein Jahr? Seit Herbst 2019. Ja. Wir haben jetzt über 80 Folgen schon und wir freuen uns wirklich über neue Abos und wir machen das alles ehrenamtlich, genauso wie diese Sessions hier. Und es tut gut, wenn man da so ein bisschen Feedback kriegt und dass die Zahlen nach oben gehen. Und ich muss mir wieder ein bisschen an der Nase nehmen, weil ich ein bisschen im Verzug bin. So, und ein Feedback würde uns noch freuen. Die Anna kopiert das wieder hinein. Und wir wären wirklich sehr dankbar, wenn ihr da was hineinposten könntet, wie euch das gefallen hat, weil nur dann können wir uns weiterentwickeln. Oder das ist für das ganze Festival of Learning ist das sehr wichtig.
Vielleicht nur, gibt es 5 Sterne? Es gibt 5 Sterne. Genau. 5 ist das Beste, einer ist das Schlechteste. Es ist kein Notensystem. Also in Österreich haben wir 5 Noten, 1 ist das Beste, 5 das Schlechteste, aber hier sind es die Sterne. Meine Mama hat einmal den Podcast bewertet und sie sagt, nein, ich gebe 1 Stern, 2 Sterne. So, na Mama, du bist genau. Okay. Genau, also wirklich auf die Umfrage klicken. Und wir haben natürlich auch versprochen, dass wir euch ein Skriptum für die Anmeldung schicken. Und auch dieses poste ich jetzt in den Chat. Und gerne bitte auch noch Fragen in den Chat posten. Dann beantworten wir die liebend gerne. Und die Umfrage poste nochmal. Wir wollen natürlich von voll vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Feedback haben. Das wäre wirklich super. Danke für die Daumen hoch. Ja, danke für die Konfetti-Kanonen. Es tut wirklich gut. Das freut uns. Und in diesem Sinne... Gibt es noch Fragen? Ja. Ich wir sagen mal Danke. Ja, wir sagen mal Danke, die letzte Folie. Ja.